Herzlich willkommen hier, zweite Folge hier in Thüringen. Ich werde jetzt mal schnell den Drescher abtacken, zumindest was ich jetzt so reinkriege. Ich werde noch ein bisschen wieder rein. Dann fahre ich das ganze Zeug ins Lager, da ja der globale Markt aktuell nicht aktiv habe. Ich habe ja den bösen Verdacht, dass das jetzt zu Abstürzen führen könnte zum Rechner, vom Rechner, weil das finde ich das Erstaunliche. Wenn ich jetzt diesen Tags Manager aufrufe, wo man abbrechen könnte, wenn ich nur in der Nähe des Dings komme, geht die Maus weg. Die löst sich förmlich auf. Ob es damals zusammenhängt, weiß ich nicht. Ich hoffe mal nicht. Obwohl es ein Windows-Update war, keine Ahnung. Ich weiß nicht, jedenfalls Probleme. Ob es damit zusammenhängt, das ist eine andere Frage. Jedenfalls, das Spiel stürzt ab zusammen mit dem Rechner. Der Rechner reagiert ja auch nur indirekt. Ne? Ich kann nur Neustart machen. Mit über Taktmanager, das geht. Aber alles andere muss ich dann sagen, geht nicht. Ich komme nicht rauf. Aber gut. Ich will noch heute das schaffen, dass ich hier das alles ja, zumindest abernte. Und wir werden das jetzt ins Lager reinfahren. Ein Ziel globale Markt wird nicht gehen. Ob es nur mit eigenen Server zusammenhängt, ich weiß nicht, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Zum Test komme ich heute nicht mehr dazu mit der Marsch, weil es ist ja so nicht vorgesehen heute von meinem Plan her, sondern ja, das ist schon fertig, ne? Und das, was ich jetzt mache, ist ja für Thüringen. Im Grunde jetzt die Folge für Montag. Ich wünsche allen einen schönen Wochenstart. Ist ja kein Samstag und Sonntag vergessen. Aber das ist typisch. Weil hier diese Abstürze sowas schon verwickelt war. Das ist schon ärgerlich, ne? Also ich persönlich finde es nicht so schön. Aber wenn es nicht läuft, dann habe ich keine Ruhe. Bin genau gleich bei der Drohne. Die Beschreibung, die dazu kam, naja, gut, sag mal so. Ich konnte damit im Grunde fast nichts anfangen. Fast nichts. Also, das sind schwache Kühe. Wenn ich so ein Gerät kaufe, wo die Beschreibung, naja, mehr als schlecht ist, ne? So, Weizen ist bei 78%. 80. Können wir gleich machen. Nun ist aber dummerweise in verkehrten Spur. Entschuldigung. Cola. Aber der muss raus. Sonst knallt es hinten. Aber der wird gleich rausfahren und dann mir ranlassen ins Rohr, ne? Nicht, was ihr denkt. Ich meine, das ist ja super, ne? Das war ja... Du kannst... gleich normalerweise ranfahren, ne? Ja. Aber wie gesagt, finden ja alle Programme irgendwie schön, die einem so schön helfen. Und dass die auch noch gratis sind, ne? Hut ab. Da muss ich ehrlich sagen, wenn sowas rauskommen würde als DLC, würde ich sofort zugreifen. Kein Thema. Für Sachen, die man täglich braucht, da kann man auch Geld bezahlen. Was das genau kosten würde, also ich kann mir nicht vorstellen, davon keine Ahnung, was Arbeit machen würde. Ne? Denn das macht garantiert Arbeit. Und nicht wenig.
So, er speichert schon, das ist gut. Er speichert von alleine. Ja, das war ja nicht meine Absicht. Aber das geht hier alles schwerfällig. Muss ich mal so sagen, es geht schwerfällig. So. Ja, da war nicht mehr. Die lagen lose. Das ist ein Speicher wahrscheinlich. Ja, das macht nichts. Wir haben ja noch mal ganz kurz wieder aktiviert, ne? So. Das werden wir jetzt beim globalen Markt nur einfach in der Nähe hinstellen. Aber so, dass nicht im Video steht. In dem Falle macht es glaube ich nicht. Ja, das wäre äußerst ärgerlich, wenn das so buggy wäre, sag mal so, ne? Aber gut, hoffen wir das Beste, ne? Dass wir jetzt diese Folgen noch aufnehmen können, oder ich. Und dann können wir, oder ich jedenfalls, in Urlaub fahren. Und wenn das in einer Woche dann ein Fix rauskommt, meistens sind sie ja schnell. Die sind ja, wenn sowas festgestellt wird, da sind sie dabei und machen das auch, ne? Das mir ärgert schon, dass ich das beides gemacht habe. Ich hätte rein theoretisch nur den einen hatte, hätte zur Not noch den anderen nehmen können und alte Version nehmen können. Dann wäre das rein theoretisch nicht so tragisch gewesen. Ja, das Licht dunkel, ne? Dann wäre es nicht ganz so tragisch gewesen. Dann hätte ich den alten Version genommen. Im Grunde weiß nicht genau, wie was das gedacht ist, die Version jetzt, aber jedenfalls wäre ohne gegangen, ne? An der Kalle ist glaube ich nicht. Durch Klopferfolz. Bisher hat es keine Probleme gegeben. Aber wie gesagt, zwischendurch speichern ab und zu mal. Dann brauche ich nicht alles normal machen. Und zur Not kann ich dann auch die Folge schneiden. Ne? Das Einzige, was blöd ist, wenn ich jetzt mal eine Folge gestaffelt mache, also durch zwei, das kann ich mir merken. Aber wenn ich jetzt mehrere ineinander, also kann passieren, dass ich dann die Reihenfolge ineinander bringe. Ne? Wo ich das morgen mache oder heute, dann ist das überschaubar. Ne? Und nach zwei, drei Tagen ist es schon schwierig, die Erinnerung zu behalten. Ne? Wann es dann genau gelegen hat. Ne? Wie sie da schon und so. Aber wie gesagt, wenn die Zeit näher zwischendurch ist und die Ernte geschafft ist, dann kann ich ja mal ein bisschen Silage fahren. Denn Stroh noch ein, zwei Tage hier hingehen. Dann kommt die Nacht, dann wird die Kühe versorgt. Jo. Oder die Gerste wird auch nicht reif sein. Unwahrscheinlich. Aber mal sehen. Hier haben wir noch ein Feld zu machen mit Stroh. Zwei. Gut. Die 12 könnte ich auch mit Kursplay machen lassen. Aber die 42 oder 41, da muss ich manuell machen. Vielleicht hole ich mir da auch die Quaderballenpresse. Weil die Presse ja durchging. Ne? Da muss man nicht stehen bleiben und warten. Geht schneller. So, aber recht viele Strohballen, sag mal so, ne? Die zweite Reihe macht er jetzt auch. Da muss ich mich jetzt beeilen. Ja, jetzt ist der Anne wieder voll. Ich könnte ihn auch im Lager reinfahren, ich habe auch einen Darmkurs. Hier mal ganz kurz auf den einsteigen. 10 abladen. Abladen. Verkauf. Silage, Händler.
Hofsilo entladen. Müsste auch gehen. Denn das schaffe ich ja nicht hier. Das sah ja an Arbeit aus. Naja, aber es. Weil die Ballen jetzt bald im Weg stehen werden, ne? Weil das ist das Problem. Sobald der hoch und runter fährt, ist das, sind diese Ballen ein Problem. Sowohl hier als auch im anderen Feld. Die er jetzt macht, die werden kein Problem. Der vielleicht auch nicht, aber einige machen schon Probleme. Beim Wenden. Und dann muss ich ständig hin das Problem lösen mit starken Bauer. So. Gleich vorne. Gas geben wir um Gas. Um die Meldung Blockig oder hier durchdrehende Reifen oder so. Dann drehe ich mich auch durch. So, die anderen vom anderen Feld die Problemballen, dann können wir in aller Ruhe sammeln her. Da haben wir schon die ersten Probleme. Das meinte ich damit. Das ist. Das ist das Problem. Und hier ist es noch ein bisschen gravierender, weil ja im Prinzip alle Ballen jetzt so quer liegen, ne? Mehr oder weniger. Ein Glück können wir da durchfahren. So, jetzt trüben wir mal die Ballen aufsammeln. Da wird es eher zum Problem als hier. Na ja, diese Bahn hier. Ich meine, das Gute muss man sagen, das ist nun überhaupt nicht realistisch, weil das ja im Prinzip gar nicht machbar wäre, ne? Aber machen wir nichts vor. Das ganze Spiel ist mehr oder weniger unrealistisch, weil die Preise nicht passen. Und was noch hinzukommt, ohne Season ist es noch unrealistischer, weil das gar nicht passt. Ne? Und denkt dran, die Preise sind nicht so, wie sie hier sind. Das ist in Wahrheit viel, viel weniger. Kein Bauer würde Strom machen für Verkauf. Das lohnt sich einfach nicht. Das Geld, was man dafür kriegen müsste, man muss ja zumindest die Kosten für die Fahrzeuge und für Diesel reinbekommen. Und das ist im Grunde dann nicht möglich, ne? Mit Stroh vor allen Dingen. Auch wenn sie viel anpreisen mit CO2-Neutralität im Heizkraftwerk, ne? Trotzdem der Brennwert ist ziemlich gering. Also du brauchst riesige Mengen von dem Zeug. Das muss man haben. Da muss die ganze Umgebung liefern. Vor allen Dingen Stroh ist ja auch transportintensiv, ne? Kostet ja auch noch Geld, ne? Ja. Öko schön gut, aber man muss sich auch leisten können, ne? Ja.
Ich bin ja gespannt, wann die Maske fällt. Wir müssten an die Handschellen schicken normalerweise. Der Schaden ist nicht wieder gut zu machen. Ich bin ja gespannt, wie lange die Künstler die Schnauze halten. Denn die triffst ja am stärksten mit, die dürfen ja gar nicht arbeiten. Keine Konzerte, keine Veranstaltungen. Nichts. Weil hier die Schaustelle, die jetzt so wie zum Beispiel jetzt hier bei Oktoberfest Karussells anbieten und so. Die dürfen alle nicht betreiben. Das alles. Die haben ja Oktoberfest abgesagt. Da war es doch gerade mal der Frühling, ne? Also da. Lass mal den Herbst kommen, wo die Erkältungszeit kommt. Wir entscheiden, wenn oh, alles Corona, obwohl es überhaupt kein Corona ist. Eher normale Erkältungsviren. Ich würde mal gerne wissen, wo der studiert hat, der Drosten. Kann nicht gewesen sein in Deutschland. Da lerne ich so ein bisschen nicht. Ja, das Sägewerk muss ich auch mal sehen. Ich sag mal, die Hölzer wegkriege. Irgendwie so Zeit. Schaffe ich auch nicht. So. Keine Zeit. Die Ernte ist wichtiger zur Zeit. Ganz wichtig. Aber mal sehen, ne? Aber irgendwie, wenn das Sägewerk muss ich auch wahrscheinlich eh verkaufen. Wenn die Barken nicht angenommen werden, dann müssen die weg. Oder ich versuche die mal bei den Balken hier beim normalen Sägewerk zu verkaufen. Verkaufspunkt, ob da auch mal gehen würde. Bin mir nicht ganz so sicher. Oder als Eierkartons irgendwo mal sehen. Das könnte sein, dass es klappt. Mal gucken, wo Eier verkauft werden. Ja, der Autolot erkennt die als Eierkartons an, deswegen könnte es sein, dass da los werde. Mal probieren. Da sind die wenigsten weg. Ja, aber nicht heute. Der Einfall ist mir gerade gekommen, aber zur Zeit ist es nicht machbar. So, die Schauer, das soll es also für heute auch gewesen sein. Ich sage mal vielen Dank fürs Reinschauen. Schon noch einen schönen Resttag. Ja, wo geht's weiter hier in Thüringen? Wer möchte, ist gerne gesehen. Würde mich freuen. Tschüss.